Hallo meine Freunde, hier kommen wir zum ausgiebigen Test über das iPad Mini der 6. Generation mit 5G. Ich würde sagen, weiter nach dem Intro. Das ist jetzt mein iPad Mini der 6. Generation. Habe ich auch gleich bestellt, als ich das bestellen durfte oder konnte. Darüber habe ich auch schon ein Video gemacht. Und jetzt, das tut mir auch leid, dass jetzt erst ein Testvideo rauskommt. Aber das hat ein bisschen gedauert. Wie schnell das aufgeht. Hier ist ja der Fingerprint-Sensor. Hier gibt es ja kein Face ID. Aber nichtsdestotrotz finde ich das sehr gut. Ich nutze hier 5G und habe hier 64 GB, weil das reicht mir. Weil, zum Vergleich, ich habe ja noch mein iPad Pro 11 Zoll, was ich nicht klar mehr nutze. Das nutze ich nicht klar für andere Zwecke. Was ich aber gut finde, ist, wie bei dem iPad Pro, den Stift der 2. Generation, ja auch. Und das finde ich super. Eigentlich müsste jetzt hier, machen wir mal zu. Nein. Jetzt seht ihr das. Hat ein bisschen gedauert, aber das denn, nee, das sind meine iPads Pro. Entschuldigung. Mal kurz gucken, ob das auch wirklich verbunden ist. Das kann man ja mal testen. In der Bluetooth-Einstellung. Müssen wir mal verbinden. Aber wie gesagt, es läuft und funktioniert. Und die 5G-Technik finde ich auch super. Hier habe ich noch ein bisschen mehr Balken als wie beim iPhone 13 Pro Max. Und ich zeichne das hier auf mit dem ProRes von Apple, was ich auch persönlich sehr gut finde. Ja, ich bin jetzt hier im LTE-Bereich, aber das finde ich sehr, sehr gut und es funktioniert. Schön schnell, hat hier, ich weiß nicht, ob man das sieht, ich mache das mal andersrum. Hier sind zwei Lautsprecher und hier nochmal, wie bei dem iPad Pro. Wenn halt die 64 GB Variante nicht reicht, gibt es denn mit 256 GB und 512 GB. Hätte es die 128 GB Variante gegeben, hätte ich natürlich die 128 GB Variante genommen. Aber gut, man kann nicht alles haben. Deswegen habe ich nur die 64 GB Variante genommen. Wie gesagt, weil das für mich vollkommen ausreichend ist. Wie findet ihr das? Was sagt ihr denn dazu? Habt ihr euch das schon geholt oder wartet ihr noch ab? Also ich habe ja in dem ersten Video gezeigt, dass ich noch mein iPad Mini 2, das war ja schon mit dem Retina-Display, was etwas dicker ist, auch die Verpackung. Ich verlinke euch das nochmal oben unten mit dem Video. Aber wie gesagt, ich bin echt begeistert und zufrieden. Und wie gesagt, 5G habe ich schon genutzt, auch im Ausland. Bin ich ganz so weit davon weg und deswegen konnte ich das ausgiebig testen und Respekt. Ich finde, Apple hat mir schon zu lange gewartet, hätte sie schon ein bisschen früher rausbringen können. Deswegen, ich war einmal am Zögern, ich suchte ja ein neues iPad Mini, aber war nicht das Nonplus Ultra, was ich mir vorgestellt habe. Aber mit diesem bin ich echt zufrieden. Hier kann ich schon sagen, 5 Daumen hoch. Auch das ist eine Kaufempfehlung. Wenn man das iPad Pro nicht haben möchte, ist das eine sehr gute Alternative. Klein, aber oho, wie man so schön sagt. Auch hier gibt es auch die, kann man erlauben oder auch nicht. Auch gute Bildqualität, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Auch hier gibt es verschiedene
Formate, gehen wir mal in die Kamera. Hier gibt es die Formate hoch oder maximale. Ich bin immer in dieser High und dann in dem Videoformat bis 4K 60 FPS. Ich finde das richtig gut. Auch die Slow-Mo mit 240 Bildern pro Sekunde kann man nicht meckern. Also ich sag, echt super. Also das würde ich mir wieder kaufen, aber nun habe ich das ja schon. Ja, was sagt ihr dazu? Findet ihr das gut? Oder wolltet ihr lieber noch ein bisschen abwarten? Oder könnt ihr vielleicht noch ein bisschen was besser laufen oder sowas? Ich bin persönlich begeistert davon, mit USB Type-C, wie bei dem iPad Pro auch. Gut, hier habe ich eine klare Face-ID. Hier haben wir auch die zwei Lautsprecher und oben und unten, also vier Lautsprecher. Ja, ist meckern auf hohem Niveau, ist mein persönlicher Eindruck. Und ja, ich würde sagen, das soll es ja auch gewesen sein. Schreibt mir doch eure Kommentare, eure Meinung zu dem iPad Mini der sechsten Generation. Wenn ihr es schon habt, wie euch das gefällt oder ob ihr das euch noch zulegen wollt oder möchtet. So. Ich finde das eine gute Alternative für die Zwecke, die ich brauche und sehen sich ja nun fast ähnlich. Das brauchen wir uns ja nicht so weit halten. Sehen auch so fast gleich aus. Wenn man das so sieht, tut sich nicht viel, nur es ist halt klein. Hat vielleicht ein paar, ich sag mal, das iPad Pro hat natürlich ein paar Features mehr. Ich meine jetzt nicht wegen Face ID, aber ich finde das schon mal gut mit dem Fingerprint-Sensor. Auch wenn man es so quer hält, kann man es sofort gewonnen. Echt, es geht echt schnell. Machen wir nochmal. Zu. Und schon auf. Also ich finde das super, tolle Technik. Und Preis-Leistung, sag ich mal, geht. Also akzeptabel. Aber wie gesagt, das ist nicht klar. Das muss jeder selber für sich selber entscheiden. Aber ich würde sagen, ja. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Euer Ray-Wedding. Ciao, ciao. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann einen Daumen hoch. Wenn es euch nicht gefallen hat, zwei Daumen hoch. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video.